Moin zusammen. Weiter geht's mit Endzone, A World Apart. Die Siedlung läuft soweit eigentlich ganz gut, bis auf die Versorgung mit Schutzkleidung. Ich muss auf jeden Fall ordentlich Wasser einlagern, deshalb würde ich jetzt einmal kurz die Bewässerer abziehen. Falls die Leute krank werden, kann ich sie heilen, aber ich muss das Wasser einmal kurz sparen, damit ich hier den Teil der Mission erfüllt bekomme. So, ja, mir fehlt Plastik, mir fehlt Wasser. Arbeiter habe ich, die jetzt hier meine Gebäude reparieren. Holz wird auch langsam wieder mehr. So, und gleich habe ich genug Wasser eingelagert. Arbeitsfeld ändern, geht mal hier unten runter. Sehr schön, das hat geklappt. So, direkt wieder die Bewässerer einstellen. Unsere schwere Arbeit hat sich gelohnt. Wir haben genug Saatgut sammeln können, um unsere Felder damit zu bepflanzen. Großartig. Gut, was habe ich denn gekriegt? Paprika. Guck mal, ich habe hier Karotte, Zucchini, Pfirsich, Karotte, Kartoffel. Kartoffel, Karotte. Dann gehe ich hier doch mal auf Paprika. Dann habe ich hier auch wieder ein bisschen mehr Nahrungsvielfalt. So, Bauern, das Essen, das platzt echt aus allen Nähten. Reduziere ich dann noch mal ein bisschen. Ein paar mehr Arbeiter für andere Stellen. Die Kontaminierer muss ich mal aufpassen. Den Kontaminierer. 2, 3. Okay, der wird hier unten gebaut, kümmert sich dann um dieses Gebiet. Er kümmert sich um das und er hier um das da oben. Ja, Plastik, Plastik, Plastik. Metall haben wir auch nicht wirklich viel über. Provisorisches Lager haben sie als erstes fertig gezogen. So. Und der Schrottplatz. Okay, ist voll, ist klar. Könnt ihr auch noch eine zweite Raffinerie reinsetzen. Das wäre eigentlich auch mal was. Dann habe ich hier einen richtig schönen Industriegebiet. Das mache ich auch. So, aber erstmal soll er hier fertig werden. 208 Einwohner. Oha. Ich könnte dann eigentlich mal ausgebaute Zuflucht, stabile Hütte, sowas erforschen. Warum nicht? So, dann kann ich die Häuser ausbauen für die Leute. Ja, provisorisches Lager ist infiziert. Nachdem hier werde ich auch ihn dann fertig bauen. So, als nächstes. Niedrig. So, wenig Wasser, aber Hauptsache der Boden bleibt sauber. Viele unserer Siedler sind gezwungen, sich ungeschützt durchs Ödland zu bewegen. Wir sollten unsere Produktion von Schutzkleidung ankurbeln. Okay, was wollt ihr denn? Aktivkohlemasken, 21. Geht
mal alle auf Aktivkohlemasken. So, Dekontaminierer voll besetzen. Ich habe genug Kohle, ich habe genug Manpower. Und hier unten könnte ich dann auch noch mal mich um Wasserversorgung kümmern. Das Lustige ist ja, na? So. Und wo ich schon mal dabei bin, noch eine Fischehütte. Das Lustige ist ja, ich wollte mich eigentlich hier nach links ausbreiten, weil ich hier richtig viel Baufläche habe. Und stattdessen gehe ich jetzt hier nach unten. Bewässerungsanlage habe ich bis da. Dann wird die nächste hier irgendwie hinkommen. Zack. So. Gut, dazwischen könnte ich dann nochmal ein Feld setzen oder hier so ein Wassersilo. Arbeitsumfeld ändern. Obwohl, nee, kann ich abreißen. Jupp, wird weggerissen. So, wie sieht es hier mit Schrott aus? Nichts, das irgendwie im Weg liegt. Ja, gut. Wassersilo. Mal nicht zu weit weg. Eins setze ich hier hin. Relativ dicht beim Dorf. Aber ich wollte hier noch einen Weg hinter haben. So, zack runter. Hier rüber und wieder hoch. So, der kommt dahin. Brunnen. Hier gleich neben. Regenspeicher. Ne, hier wollte ich ein Feld reinsetzen. Oder eine Plantage hatte ich auch schon länger nicht mehr. Ein Anbaufeld kann hier neben. So, Logistik, Wege ziehen, hierhin, dahin und so weiter. Gut, und als nächstes soll ich erstmal den jetzt hier fertig machen. Noch eine Schneiderei soll ich bauen. Als nächstes bauen, Schneiderei. So, eine Hütte. Was wird das? Eine Kneipe. Sehr schön. Ein Apfel am Tag, Doktor gespart. Und was macht hier oben eigentlich die Kneipe? Guck mal. Zack. Verbesserte Hütten verfügbar. So, ausgebaute Zuflucht. Direkt als nächstes hinterher schmeißen hier. So, und mehr Baumeister. Nahrung sieht gut aus. Sammler mache ich mal mehr. Ach, guck mal, die kann ich auch schon direkt. Zack. Und zwei Bauern rein. Saatgut. Nehmen wir ruhig Kartoffeln hier. Auch zwei Bauern rein. So. Jedes Feld müsste jetzt zur Hälfte besetzt sein. Brunnenwart stelle ich schon mal ein. Ihn stelle ich auch schon mal ein. So. Und jetzt geht es daran, Aktivkohlemasten zu bauen. Überhaupt kein Stoff mehr. Oh, er ist fertig. Zack, Schrottsammler. Oder was sind das hier für Leute? Sondierer, ach Gott. ...56 maximal, okay. Die brauchte ich.
viel passen denn da rein? 16. So, viermal Stoff, viermal Elektro, viermal Plastik. Das ist klasse. Super. So, die nächsten zwei Schneider und auch Aktivkohlemasken. Jetzt wird es eigentlich mal Zeit für so eine Raffinerie hier unten. Und mehr Sondierer. Klasse. Guckt euch das mal an hier. Das läuft ja jetzt richtig gut. Vierte Forscher, Dekontaminierer. Super. Auch hier schon wieder so ziemlich alles an Rohstoffen drin, was ich gebrauchen kann. Gut, wird geforscht. Und der ist auch gleich fertig. Und wenn der hier loslegt, ich habe hier genug Schrottfänger, Schrottplätze, Lager auf der Ecke. Aktivkohlemasten muss ich jetzt nur noch 21 Stück bauen. Und ja, müsste jetzt aber bald losgehen. Sehr nice. Neue Technologie erforscht. Okay, wir können die Zufluchten ausbauen. 36 Obdachlose. Ich würde eher mal sagen, Häuser ausbauen, oder? Provisorisches Lager ist kontaminiert. Warum das? Achso, als nächstes reparieren. Ist kaputt. So, und er ist hierfür zuständig. Den als nächstes bauen und Gebäude ausbauen. Eine stabile Hütte, in der Siedler wohnen und eine Familie gründen können. Dieses Gebäude kann mehr Wasser und Nahrung speichern und Sandstürmen besser widerstehen. Siedler ziehen nur als Familie ein. Erhöhte Zufriedenheit aller Bewohner. Müsste ich eigentlich mal machen. Kapazität. Ja, die beiden baue ich mal als erstes aus hier. Lager ist voll. Ein Lagerfeuer müsste ich hier oben auch echt mal hinbauen irgendwo. Da. Gemeinschaft. Lagerfeuer. Oh, mein Telefon klingelt. Kleine Pause, bis gleich. So, kurze Unterbrechung für ein kleines Telefonat. Und ja, weiter geht's. Wir haben mittlerweile richtig viel Schutzausrüstung, Aktivkohlemasken produziert. Was mich nur gerade so ein bisschen wundert, ist, warum da keiner drauf zugreift. Hier steht irgendwie 248 ohne Schutzkleidung. Ich habe 125 auf Lager. Habe jetzt auch mal die Lagerkapazität hier erweitert. Auf 500. Kann nur sein, dass das ein bisschen blöd verteilt ist und die Leute zu lange Laufwege haben.
So, der nächste Wasserbottich ist gleich fertig hier unten. So, 48. Und dann müsste sich das auf 8 auf jeden verteilen. Ja, guck mal, perfekt. So, Einsatzort. Ein bisschen mehr nach unten. So, dann gehen sie nämlich zum Steg, der fertig ist. Dann gehen sie zum Brunnen hier unter sowieso. Und dann könnte ich hier auch noch mal den ein oder anderen Regenwasserspeicher hinsetzen. So, hier könnte ich vielleicht noch mal Felder ransetzen. Da kommen dann noch Häuser. So, ein Regenwasserspender und da ist der zweite. Und dann ist das Lager hier schon fast voll. Das sieht gut aus. Mit der Mine passt. Ach, hier oben habe ich vergessen, auf Kohle umzuschwenken. So, Bergarbeiter. Ich glaube, es würde auch reichen, wenn ich auf 3 jeweils runtergehe. So, zack. Passt. Gut, wir haben ordentlich Holz. Wir haben richtig viel Schrott. Würde ich sagen, Zeit für die nächste Raffinerie. Und die ist auch schon am Bauen. Das nächste Haus ist ein bisschen größer. 5 bis 10. Kann natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen blöd wird. Aber ich würde einfach mal sagen, ich werde mal so einige Häuser hier ausbauen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 5 sind 35. Das wird auch noch gebaut. Da müsste ich ja Platz für 40 haben. Schauen wir mal. Und danach, je nachdem wie es gleich aussieht, würde ich sagen, gehe ich mal, guck mal hier, fast wieder den Kohlefilter vergessen. Und da kommt jetzt lange, lange kein Gebirge, dann wäre ich hier vielleicht auch nochmal eine Kohlemine nicht schlecht, nach hinten raus. Oder geht das so? Guck, ah, hab ich ein Glück hier, oder was? Zack, noch eine Kohlemine. So, und trotzdem kommen hier auch noch 2 Hütten hin. Dekoration. Blumenbeet. Machen wir ein bisschen langsamer die Zeit wieder. Ach, guck mal, sogar Platz für 2. Mach ich das doch mal. Zack, 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 zack. Und ein Windspiel in die Mitte. So. Dann ist das da auch ein bisschen hübscher. Und meine Rohstoffe sind alle voll. Errungenschaft, grüner Daumen. So, das heißt, ich wollte da Strahlenschutzanzüge. Da wollte ich Halstücher. Da Aktivkohlemasken. Aktivkohlemasken. Strahlenschutzanzug. So, ich würde hier oben noch eine Schneiderei reinsetzen für Strahlenschutzanzüge. Oder fangen wir an mit der Elektrizität. Und die sind auch relativ klein. Richtig sparsam, was den Platz angeht. Effizienz 100%. Ja, fange ich an mit dem ersten Kraftwerk. So, Dekoration. Kommt hier noch eine kleine Tonne in die Mitte. Und hier wollte ich auch noch eine Schneiderei haben.
ist alles ein bisschen Käse hier gerade. Na, guck mal da. Da habe ich doch noch Platz. So, relativ weite Laufwege. Wollte ich denn jetzt hier das Lager? Obwohl, hier auf der Ecke. Nee, so weit ist das gar nicht. Da passt es nicht. So, zack, Schneiderei, fertig. Gut, dann bauen wir erstmal das fertig, was jetzt hier so beauftragt wurde. Diese diese neue Schneiderei wird bestimmt wunderbar arbeiten. Wir haben bereits mit der Produktion begonnen und sind stolz darauf, dich informieren zu können, dass wir bereits die ersten Ergebnisse erreicht haben, Boss. Sehr cool. Schrottplastik. So, und es werden immer mehr Leute. Holz ist gerade wieder ein bisschen mau. Sorgfalt. Alle Siedler erhöhen die Haltbarkeit ihrer Werkzeuge und Kleidung um 25%, bewegen sich dadurch allerdings 50% langsamer. Ne. Stollentiefbau auch noch nicht. Was will ich denn als nächstes? Lagerhaus und befestigter Weg. Wieso kann ich das nicht forschen? Achso, braucht 3 Punkte. Ja, dann doch erstmal das Lagerhaus. Sehr schick. So, ich erhöhe mal ein bisschen die Anzahl der Bauarbeiter. Und gehe hier und nochmal Holz abbauen auf der Ecke. Und die nächste Mine, die auf Kohle geht, mit wie viel wollte ich da drin haben? Zack, zack, 3, 3. Gott, 72 Kinder. Wie sieht es da mit der Schule aus? So, junge Erwachsene, 4 von 10. Okay, ja, ich werde dann jetzt doch mal die Zufluchten ausbauen. Eine zumindest erstmal. Der ist auch fast fertig. Ziel erreicht, wie soll es mit der Expedition weitergehen? Ja, sehr schick, endlich. Okay, wir sind da. Sieht recht vielversprechend aus. Der Vordereingang scheint verbarrikadiert worden zu sein. Das Holz dürfte aber mittlerweile morsch sein. Eine Leiter auf das Dach gibt es auch. Von dort kämen wir wohl auch hinein. So ganz stabil sieht das aber nicht mehr aus. Ein Teil des Gebäudes ist bereits eingestürzt. Das wäre wohl wahrscheinlich der einfachste Weg. Vordereingang. Vorteil durch Bildung. 1. Metallwerkzeug. So, versuchen wir es. Vorne, ja. Der Eingang ist verbarrikadiert. Wahrscheinlich haben die hier kurz nach der Katastrophe erstmal alles in der Hoffnung abgesperrt, den Laden bald wieder öffnen zu können. Es haben damals wohl nicht alle die Warnungen und Nachrichten ernst genommen. Gut, dass unsere Vorfahren sich damals sofort in Sicherheit gebracht haben. Cool, Tür aufbrechen. Das Holz, mit dem die Tür von außen verbarrikadiert wurde, ist bereits morsch. Mit einer Axt wird das ein Kinderspiel. Die Tür dahinter ist bestimmt verschlossen, aber vielleicht können wir sie aufstemmen.
Ja, 19 Punkte haben wir. Fortfahren. Die Expedition konnte ihre Aufgabe erfolgreich abschließen. Haha, das macht ja schon fast Spaß, diese Holzplatten klein zu hacken. Die Tür war zwar verschlossen, aber wir konnten sie mit dem Axtblatt aufstemmen. Der Laden wurde bereits ordentlich ausgeräumt, Boss. Hier sind wohl nach der Katastrophe Leute zum Plündern eingestiegen. Wahrscheinlich über den jetzt eingestürzten Seiteneingang des Gebäudes. Naja, wir finden aber bestimmt trotzdem noch was, wenn wir uns umsehen. Okay, wohin gehen wir dann zuerst? Die Tür zu den Büroräumen ist bereits aufgebrochen. Zu sehen gibt es hier nur Schränke voll mit Akten und ein paar alte Computer und Drucker. Da sollten aber noch funktionierende Bauteile dabei sein, die wir ausbauen können. Gut, dass unser Lehrer auch uns was über Elektronik beigebracht hat. Okay, fortfahren. Büro. Warenregale. Obwohl wir hier schon geplündert wurden, gibt es schon einiges zu holen, Boss. Und da steht alles in den Regalen hier rum. Das ist ja wie im Schlaraffenland. Und oberes Stockwerk. Eine Treppe nach oben kann man das wirklich nicht mehr nennen, Boss. Ist wohl zusammen mit der weggebrochenen Seite des Gebäudes eingestürzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da hochklettern können. Bleibt uns wohl nur der Weg übers Dach. Okay, dann gehe ich erstmal Warenregale plündern. Okay, cool, fantastisch. Wir haben praktisch alles zusammengetragen, was wir gebrauchen können. Werkzeuge, Eisenwaren, Baumaterialien, Stoffe. Das hat sich wirklich gelohnt, Boss. Gut, dann gehen wir ins Büro hier hinten. Zack. 11 Elektronik. Die Expedition konnte ihre Aufgabe erfolgreich abschließen. Also, die Platinen sollten noch verwertbar sein, ebenso wie die Netzteile. Wir haben die brauchbaren Teile ausgebaut. Die Gehäuse können hier bleiben. Da müssen wir auch weniger schwer schleppen. Diese Option wurde bereits abgeschlossen. Das auch, das auch. Okay, Weg übers Dach. Ups. Autsch, ich habe es bis auf die halbe Höhe geschafft, aber dann den Halt an einem Vorsprung verloren. Es gibt ein paar unschöne blaue Flecken und Prellungen. Wir haben doch gesagt, dass das nichts wird. Du hättest auch gleich auf uns hören können, Boss. Ah, schade. Okay, zurück. Zurück. Einpacken und zurück. Ressourcen vor Ort. Wie läuft denn das jetzt? Ah, so. Metallwerkzeug, Schrottwerkzeug, Schrott. Nimmt mal alles wieder mit nach Hause, was ihr tragen könnt. Ressourcen vor Ort 0. Expeditionskapazität, ja wunderbar. Einpacken und zurückkehren. In Ordnung, Boss. Wir gehen jetzt zurück zu unserer Siedlung. Wir können es kaum erwarten, unsere Familien wiederzusehen. Gute Heimreise. Okay, bei dem Gebäude handelt es sich um einen Geschäft, Boss. Auf dem Schild. Ja, okay, das haben wir jetzt. Aber da ist ein Fragezeichen. Da könnte man wohl nochmal eine Expedition hinschicken. Mache ich aber nicht. Und die Lager sind soweit voll. Das ist doch ganz gut, dass ich das jetzt hier schon erforsche. Stelle Schutzausrüstung beim Schneider. Ja, ich bin ja dabei. Hier werde ich dann nochmal Strahlenschutzanzüge herstellen. Gut, der ist auch gleich fertig. Sehr schön. So, dann baut mir mal die Zuflucht aus. Und ich würde sagen, Dekret Geburtenkontrolle. Wenn das deine Anweisungen sind, Boss, dann werden wir es auch so halten, auch wenn wir nicht besonders glücklich damit sind und gerne selbst entscheiden würden, wann wir unsere Familie gründen. Es wäre besser, wenn du dich darum kümmern könntest, dass wir weiter wachsen können. Ja. Wir haben aber... Was klopft da? Wäre so komisch. Expedition ist zurückgekehrt. Okay, cool. 14 Gräber. Problem ist... So. Sein Arbeitsfeld sieht jetzt so aus. Und das heißt, ich werde mir hier auf jeden Fall nochmal einen Friedhof irgendwo hinbasteln. Hier links irgendwie wahrscheinlich.
Unterkünfte, Gemeinschaft, Friedhof. Na, oder hier oben, guck mal. Obwohl, da könnte ich vielleicht noch die Berge gebrauchen. Hier unten wäre ein Friedhof ganz geil drin. Mache ich auch. So. Schön im verseuchten Boden, da kommen da die ganzen Zombies später raus. Haha. Gut, ist nicht so attraktiv. Und schon wieder kein Holz mehr, das ist Wahnsinn. Arbeitsfeld ändern brauche ich hier nicht. Förster habe ich genug. Allerdings nur da oben. Ich könnte hier ja irgendwie noch einen Förster hinsetzen, der sich hier auch mit um den Wald kümmert. Ja, und die Raffinerien, die sind echt mächtig, sag ich mal. Wahnsinn. Sondierer. Ich könnte natürlich die kleinen Dinger hier einfach mal wegreißen. Schrottplatz bleibt. Ja, mache ich. Abreißen, abreißen. Die kleinen Sondierer kommen alle weg. Oder Recycler, meine ich. Obwohl, auf der Ecke ist das nicht ganz so schön. Der lagert ja eh alles dann hier ein. Aber wenn ich die wegnehme, dann müssen sie von dem Lager hier doch relativ weit laufen. Hier unten runter, um den Kram zu holen. Ja, dann lasse ich die auf jeden Fall da. Und dann passt das. So, Wasserträger könnte ich jetzt noch mal ein paar mehr einstellen. Denn hier ist immer leer. Auf der Ecke. Und ich habe keine Werkzeuge mehr. Da, Werkstatt. Reparieren. Hier könnte ich dann noch eine Werkstatt reinsetzen. Ja, egal. Lass sie erstmal arbeiten. Jetzt sagt die Uhr. 33 Minuten. Schrottsammler. Brauche ich eigentlich auch nicht so viel. Schrott ist echt voll. Ein paar Leute sind krank, aber das kriegen wir auch gewuppt. Oh. Sind ein paar mehr krank. Gut, dann stelle ich mal alle Sanitäter ein. So, da sind 12 drinne, 12 drinne, 12 drinne, 4, 8, 12, ja, kommt dann hin. So, der ist auch schon fertig. Ach ja, stimmt, hatte ich auch auf dem Schirm. Gut, dann weiß ich gerade nicht, was ich machen möchte. Eigentlich nur zusehen, dass alle Leute krank werden, dass sie Werkzeuge bekommen, dass sie nicht mehr kontaminiert sind. Gegebenenfalls müsste ich hier unten nochmal ein Sanitätshaus hinsetzen und eine Schule. Genau wie da oben, aber ich würde mich sonst eher dann jetzt demnächst nach links konzentrieren. Also Logistik. Nee, Quatsch. Gemeinschaft. Ein Sanitätshaus. Und eine Schule.
Ja, komm. Direkt beieinander. Sehr cool. Sieht ein bisschen aus wie Pac-Man seinerzeit. Einige Kinder in unserer Siedlung sind unglücklich. Diese harsche Umgebung ist nicht besonders kinderfreundlich. Die Kinder fordern neues Spielzeug und bessere Kleidung, die besser auf sie zugeschüttet, ja. Zugeschnitten ist. Okay, ihr wollt Halstücher. Dann gehe ich mal bei allen auf Halstücher. Oha. Und alles ist. Na, nicht alles, aber einige sind dann gerade ein bisschen beschädigt. Werkstatt. Und ihr wollt Schrottwerkzeug. Gut, Baumeister zum Reparieren. Bauern brauche ich nicht so viele. Nahrung könnte ich eigentlich mal ein bisschen erhöhen irgendwie. Ist schon auf 10.000, okay. Dann Brunnenwart, voll besetzt, Fischer voll besetzt, Jäger, genau, Köche, Küche, gucke mal. Der braucht noch Holz. Kräutersammler, Sanitäter, ja, das muss erstmal fertig gebaut werden. Lehrer dann auch, Forscher und so weiter. Totengräber. Ja, die werden krank, weil die Toten nicht begraben werden. So lasse ich es erstmal laufen, wie es jetzt ist. Das Arbeitsumfeld mit dem Holz könnte ich mal ein bisschen wieder ändern und anpassen. Obwohl, das ist hier eigentlich schon ganz gut auf der Ecke. Relativ kurzen Laufweg zum Lager, von daher höchstens da oben hoch. Ja, und dann mache ich hier noch eine kleine Pause. Überlege ich mir, was ich in der nächsten Runde gleich mache. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis bald und ciao.